Hallo zusammen, Leute. Willkommen zu meinem neuen Bookday diesen Monat. Mein monatlicher Vlog hat ja jetzt endlich einen Namen bekommen. Naja, endlich kann man nicht sagen, weil das ist erst die zweite Ausgabe. Heute wollte ich mit euch drüber sprechen, wie das bei mir mit Lesungen so ausschaut. Ob ich gerne Lesungen halte und ob ich vor Lesungen nervös bin. Und ich muss sagen, ja, ich bin vor Lesungen nervös. Dieses Video wird in der Woche nach der Frankfurter Buchmesse online gehen. Im Moment befinde ich mich noch vor der Frankfurter Buchmesse. Ich spreche also aus der Vergangenheit zu euch. Das ist bei einem Video ja auch gar nicht ungewöhnlich. Ich werde demnächst in 4 Tagen ungefähr auf dem BuCon eine Lesung halten aus meinem Buch Das Relikt der Flatreia. Und bin schon, ich würde jetzt nicht sagen aufgeregt. Im Moment bin ich eher gespannt, wie das so sein wird, wie viele Leute da sein werden und wie ihnen die Lesung gefallen wird. Ich habe einen halbstündigen Slot, das finde ich auch gar nicht schlecht. Ich finde es dünn, ein Slot, der eine ganze Stunde dauert, da muss man auch viel zu erzählen haben. Und ich finde, für ein einzelnes Buch und einen einzelnen Autor ist das vielleicht fast zu viel. Die Leute heutzutage langweilen sich natürlich auch leicht. Deswegen sollte man sich auf einer Lesung auch viel Abwechslung einfallen lassen. Also zum Beispiel auch aus mehreren Büchern lesen. Ich habe hier immer so eine rote Mappe, ich zeige euch die mal hier. Ich zeige euch jetzt mal nicht den Inhalt, weil das ist langweilig. Das sind Manuskriptseiten aus dem Relikt der Flatreia. Natürlich ein bisschen aufgemacht, sodass es beim Lesen man sofort auch weiß, wer spricht, damit man mit den Stimmen nicht durcheinander kommt. Und diese rote Mappe, die nehme ich auch immer zu den Lesungen des Drachenzirkels mit, denn es könnte ja mal sein, dass auch mal ein Autor irgendwie krank wird, ausfällt und da muss ich schnell einspringen, weil man kann die Leute ja dann nicht einfach traurig nach Hause schicken. Deswegen habe ich die rote Mappe immer dabei. Ich habe inzwischen schon 4 Lesungen gehalten. Ich habe 2-mal aus dem Relikt der Flatreia gelesen, einmal hier in München und einmal auf dem MarburgCon. Über den MarburgCon habe ich auch schon mal berichtet, in meinem Schreibtischbericht. Ich bin eigentlich schon immer aufgeregt vor den Lesungen. Also es wird ein bisschen besser und meistens bin ich dann eher einige Stunden vor der Lesung aufgeregt. Also werde ich wahrscheinlich jetzt dieses Mal auch am Samstag ein bisschen aufgeregt sein und ein bisschen aufgeregt auf den BuCon gehen. Und deswegen bin ich auch gar nicht böse, dass meine Lesung dann um 13.30 Uhr ist, weil dann habe ich sie hinter mir und dann kann ich den Rest des Tages sozusagen noch relaxed und entspannt genießen und muss dann nicht die ganze Zeit diese Aufregung mit mir rumtragen. Ich glaube, schlimm wäre es, wenn ich so die letzte Lesung hätte, so 19 Uhr oder sowas, weil dann ist man den ganzen Tag nervös und wartet irgendwie drauf, dass das endlich passiert und dann verpasst man den ganzen Tag und kann sich eigentlich gar nicht so wirklich schön auf den BuCon konzentrieren und sich entspannen. Ist es schlimm, dass ich aufgeregt bin? Ich glaube nicht. Ich finde das auch ganz normal. Also ich leite ja den Drachenzirkel hier in München und wir veranstalten ja oft Lesungen, im Moment jeden Monat. Und die Autoren, die dort kommen, das sind teilweise auch sehr alte Hasen, aber man merkt, die sind auch aufgeregt. Jeder Autor ist vor der Lesung aufgeregt. Vielleicht jetzt nicht so, dass man gleich ausflippt und Schweißausbrüche bekommt und Herzrasen, aber so eine gewisse Grundaufregung ist einfach immer dabei. Und ich glaube, das ist ganz normal. Es ist ja nicht nur die Komponente, dass man vor Fremden oder vielleicht sogar vor vielen Leuten sprechen muss, sondern es ist ja auch noch die Komponente bei einem Autor, dass man aus seinen Texten vorliest. Und da macht man sich natürlich auch ein bisschen verletzlich, weil was ist, wenn jetzt jemand im Publikum sitzt, dem die Texte gar nicht gefallen, der dann vielleicht aufsteht und ruft schlecht oder puh oder was auch immer oder vielleicht sogar die Lesung verlässt. Das kann natürlich immer passieren und ich glaube, das ist so ein kleiner Teil, der da beim Autor immer noch mitschwingt und der dafür sorgt, dass eben Autoren bei Lesungen recht aufgeregt sind. Lesesituation, die ich nicht so toll finde, oder beziehungsweise ich habe es ja noch nie ausprobiert, vielleicht finde ich es ja auch toll, ist so auf den Buchmessen. Auf der Leipziger Buchmesse gibt es ja zum Beispiel auch so eine Leseinsel, auf der Frankfurter Buchmesse gibt es das auch, aber eher nicht so für Fantasy. Und da sind die Leute dann, also so die Messebesucher, die laufen dann dran vorbei, setzen sich mal hin, hören vielleicht mal 2 Minuten bei der Lesung zu, stehen dann sofort wieder auf und gehen wieder. Also diese wogende Menge da, die man da vor sich hat, dort zu lesen, das stelle ich mir irgendwie schwierig vor. Also es ist bestimmt auch eine Ehre, dort lesen zu dürfen, denn da werden natürlich nur, erfolgreiche Autoren, sage ich mal, eingeladen oder Autoren, an die der Verlag auch glaubt. Denn diese Leserslots sind natürlich begehrt und sind nicht so viele da.
Aber gleichzeitig ist natürlich die Wertschätzung des Publikums geringer, würde ich jetzt einfach mal behaupten, also bei den meisten, weil man dort nicht extra hingegangen ist. Man ist ja sowieso auf der Buchmesse und geht dann eben auch noch oder schaut sich ganz kurz mal die Lesung an. Heißt jetzt nicht, dass es nicht auch Leute gibt, die speziell sich diese Lesungen anschauen und dorthin gehen und diese Lesungen genießen. Das gibt's auch. Aber ich glaube, der Großteil des Publikums, das sind so, naja, so Passanten, sage ich jetzt einfach mal. Also Leute, die so zufällig vorbeikommen, sehen, ach, da ist ein freier Stuhl, da setze ich mich mal hin, weil ich den ganzen Tag schon rumlaufe und Bücher schleppe. Und die ruhen sich da einfach mal kurz aus und hören halt auch noch dem Autor zu. Aber die sind jetzt nicht speziell wegen dem Autor da. Bei einer Lesung in der Buchhandlung zum Beispiel oder in der Bibliothek sind natürlich die Leute, die dorthin kommen, die sind speziell für den Autor da. Das heißt, sie sind extra gekommen, weil sie dem Autor lesen hören wollen. Kann natürlich dann passieren, dass es wesentlich weniger Leute sind. Bei der Buchmesse hat man natürlich den Vorteil, man hat eine große Laufkundschaft. Das heißt, man hat vielleicht auch Leute, die den Autor gar nicht kennen und die dann den Namen dort einfach hören und denken, ach ja, ist ja eigentlich ganz cool, was er schreibt, ich schaue mir das Buch mal an. Also das ist natürlich eine große Chance. Auf dem Buchcon, glaube ich, ist es so ein bisschen so eine Mischung von beiden. Das werde ich jetzt dann am Samstag erleben selbst. Ich kann euch dann davon berichten. Es sind natürlich einerseits Leute da, die sich das Programm ziemlich gut anschauen und sagen, okay, zu der Lesung und zu der Lesung möchte ich gehen. Und da sind bestimmt auch Leute da, die einfach laufkundschaftartig von Lesung zu Lesung tingeln und sich einfach reinsetzen, ohne dass sie wissen, was sie erwartet. Das wäre jetzt erstmal alles, was mir so zum Thema Lesung und meine Lesungen einfällt. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, was ihr so für Erfahrungen habt. Vielleicht habt ihr selber schon eine Lesung gehalten oder geht gerne zu Lesungen oder wart vielleicht doch nie auf einer Lesung und wisst gar nicht, was euch da erwartet. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich interessieren. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen und auch um Lesungen zu besuchen. Euer Dominik Schmeller.